Also Leute, ich bin heute im Blockpark zum Filmen und heute soll es um ein Thema gehen, warum es so wichtig ist, einen Partner beim Bowlen zu haben, warum das so vorteilhaft ist. Und um das besser zeigen zu können, habe ich mir zweimal Unterstützung geholt, nämlich einmal Cindy, die hier im Bild ist, und Denise, die hier gleich reingeschlichen kommt. Hi. Und mit den beiden werde ich heute filmen und die werden euch mal zeigen, warum das so eine gute Sache sein kann, ja, nicht alleine zu bowlen. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Auf geht's. Auf geht's. Kannst du deinen linken Fuß über den rechten nehmen und kannst den rechten so ein bisschen einknicken, machst du deine Wade ein bisschen lang, dreimal. So, ihr habt jetzt ungefähr 10 Minuten Erwärmung so hinter euch, ne? Ja. Läuft das immer so, oder? Nein. Also ich hätte keine Erwärmung gemacht, nicht keine Erwärmung im Sinne eines Yoga, einer Yoga-Session. Ich bin normalerweise sehr faul, was Erwärmung angeht. Ich mache mich oft nur an der Wand warm mit ein paar leichten Bowlern. Deswegen danke, Denise. Bitte, gerne. Denise kommt so ein bisschen aus dem Yoga und kennt deswegen ganz gute Übungen, die auch für die Erwärmung zum Bouldern sehr praktisch sind. Also ich fühle mich sehr locker, ich fühle mich warm. Ich musste zwischendurch auch die Jacke ausziehen. Ja, Denise, ich kann loslegen. Du machst immer so eine Erwärmung, ne? Ich mache immer so eine Erwärmung. Ich bin halt gerade auch verletzt und lege halt gerade noch ein bisschen mehr Wert drauf, mich ordentlich warm zu machen. Ja, Cindy sehe ich sonst beim Armkreisen, zweimal vor, zweimal zurück. Und ansonsten versuche ich sie schon ab und zu mal mit zu animieren, dass ich mit mir zusammen warm mache. Ich fühle mich einfach besser danach. Die Bewegungen gehen einfach leichter von der Hand. Ich denke, das Verletzungsrisiko sinkt total, auch wenn es mir doch passiert ist. Ja, und ich mache es gerne. Tja, erster Vorteil fürs Partnerbowlen. Jetzt, was kommt als nächstes? Warm machen an der Wand. Ja. Einige leichte Bowlen. Genau. Schön im Wechsel. Ja. Mach mal. So, erzähl mal, was habt ihr denn jetzt vor? Wir wollen jetzt den hier, den roten, mit dem flachen Shapes projektieren. Bei uns ist das Level orange, also hart. Wir sind beide auf dem sehr Level. Sehr hart. Dein hart. Ja, wir hoffen einfach, dass wir beide den Boulder hochkommen. Ich glaube, man sieht zu zweit auch ganz gut, wo die Schwächen des anderen liegen. Stimmt. Und kann dann auch gezielt mal einen Tipp geben oder einfach, man ist einfach motivierter, oh, das, was der andere kann, das will ich jetzt auch und beißt einfach vielleicht noch mal ein bisschen mehr.
Also ich glaube, man kann sich ganz gut ergänzen. Man muss aber ein ähnliches Level haben. Das hat man öfters schon mal, dass ich irgendwo hochgekommen bin und hast gesagt, na, das muss ich jetzt auch machen. Ja, genau, genau. Wenn man das dann sieht, dann geht's und man hat eine Vorstellung. Und selbst wenn die Beta dann anders ist, was wir ja heute auch hatten, ist trotzdem so der Effekt, ich will das jetzt auch. Der andere hat es ja auch gemacht. Da denkt man nicht, das hält, aber es hält. Komm, Cindy, komm, komm, komm. Ich hatte rechts die Ecke noch vom Fuß zum Aufstehen. Aber üben. Ja. Das wäre es ja gewesen, wenn du gleich wieder reingekommen bist. Ja. So viel zum Thema Projekt, wa? Ja, das war jetzt schneller abgehakt als gedacht, aber so ist es manchmal. Denise hatte die bessere Idee am Anfang. Aber ich glaube, gedacht ist das. Ja. Das ist, aber es ist schön, dass man das dann auch umsetzen kann. Vielleicht beide den Boulder schaffen. Für mich war heute wichtig, einfach auch an der Außenwand mal nochmal anzufangen. Die ist Mittwoch neu beschraubt worden, das schöne Wetter auszunutzen. Und nicht nur drin zu sein. Und dann ist es natürlich immer besser, wenn man zu zweit ist, anstatt allein in die Halle zu gehen. Und klar findet man immer Anschluss, aber man findet halt nicht genau den Trainingspartner, den man gerade braucht. Das Schöne ist, an der Außenwand konnten wir heute ganz frische Boulder testen, gemeinsam. Das macht auch Spaß, ja, wenn alle Boulder neu sind und man geht zusammen auf Entdeckungstour. Für beide neu. Genau. Genau. Und guckt dann halt, welche Beta gut ist oder welche Beta für einen selber passt und wie es der andere dann klettert, das ist immer sehr interessant. So, viel schöner! Und so für zwei verschiedene Wege zum Ziel. Ja. Cindys Variante finde ich hier schön am Anfang. Dafür bin ich oben etwas gruseliger unterwegs. Aber der dritte Wink, den dritten auf links zu halten, das war schon ein bisschen kacke. Ja, und drin hatten wir dann die Erfahrung, dass Denise zum Beispiel schon Boulder kannte, die sie mir dann auch zeigen konnte, empfehlen konnte oder sagen konnte, der zum Beispiel, der Weiße, der ist hässlich, wir machen ihn aber trotzdem. Wir machen den jetzt. Und das hat ja dann auch gut geklappt. Also das sind so Vorteile auf jeden Fall, wenn man zu zweit bouldert. Genau. Jetzt bin ich mit Cindy, ich habe hier die Nordwand in die Platte und habe gesagt, hier ist ein roter Boulder, den habe ich schon mal probiert. Und der ist richtig kacke. Und jetzt will ich mal sehen, ob Cindy eine Beta für mich hat, die funktioniert. Ganz nebenbei gesagt, der Boulder spricht mich nicht an, den würde ich wahrscheinlich den musst du jetzt machen. Links liegen lassen. Aber mal anfassen, vielleicht ist es ja doch besser als gedacht. Vielleicht wird er ja noch schön. Nervt mich schon, dass der tritt. Wollen wir den putzen erstmal? Nee. Den hat bestimmt noch keiner gemacht. Tüftelt Schritt für Schritt die einzelnen Züge aus und man sieht auch, dass der Partner weiterkommt, dass man selber weiterkommt. Oder der Partner hat eine andere Idee, wie ich bei dem Orangenen die falsche Idee hatte. Denise hatte die richtige und dann klappt das und dann freut man sich doppelt.
Genau. Okay, projektiert haben wir nicht wirklich, also nicht lange. Wir wollten. Wir wollten projektieren. Und ich weiß aber, dass Cindy sich zum Beispiel an so einem Boden auch mega festbeißen kann. Also das wäre wahrscheinlich ganz cool geworden, wenn wir einen Boden gefunden hätten, den wir beide nicht sofort schaffen, den wir halt wirklich richtig projektieren. Da hätte ich halt irgendwann gesagt, pff, ist mir zu doof. Ich will was anderes machen. Ich will was machen, wo ich hochkomme. Ich will ganz viel hochklettern. Ich wäre wahnsinnig geworden, dass ich nicht schaffe und hätte nur noch das gemacht. Nee, du hättest ihn schon gemacht. Du hättest immer weiter projektiert. Du kannst dich so richtig, richtig festreißen. Das finde ich auch. Das ist auch cool. Und dann ist, glaube ich, dieses Erfolgserlebnis am Schluss noch größer. Also manchmal kann man natürlich auch mal ein bisschen länger ausnutzen. Griffe skippen. Schön. Und war es jetzt gut, dass ihr gemacht habt, oder? Ja, natürlich. Am Ende, alleine hättet ihr wahrscheinlich nicht gemacht. Nee, ne? Richtig. Also ich hätte ihn allein nicht nochmal angefasst. Und ja, jetzt ist er halt gemacht. Richtig. So, ich würde gerne zum Training jetzt übergehen, damit ich dafür noch ein paar Körnchen habe. Sonst bin ich einfach zu platt. Klimmzüge, Liegestütze. Und ich würde auch gerne mit zum Training übergehen. Aber ich bin gerade nicht wegen meiner Schulter. Ich mache zu Hause Gegentraining und würde jetzt einfach mich schön ausbodern, ein paar leichten Bodern und mich dann dehnen. Bei der Dehnung bin ich wieder dabei. Ah, ja. Dehnen wir zusammen. Ich bin auch ein Dehnmuffel. Wenn Denise dabei ist, dann mache ich es. Wer hätte das gedacht? Ich wäre heute vielleicht nicht unbedingt bouldern gegangen. Ich war so ein bisschen unmotiviert von Anfang an, so, ach, gehe ich heute, gehe ich nicht. Und dann war es aber so, okay, Denise geht, dann gehe ich auch. Und dann war es jetzt super gut. Also manchmal kitzelt der andere einen quasi nochmal so aus dem Haus raus. Wir müssen jetzt was machen und dann wird es halt auch wirklich gut. Gemeinsam ist besser. Genau. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und immer guten Grip. Ja, und immer, nee, maximalen. Und immer maximalen Grip.